Hallo und herzlich willkommen zurück bei Max und Mario, Dr. Lysas Schatten. Ich muss sagen, in diesem Kapitel war ich noch nie. Ich bin immer bis zu dem vorher gekommen und dann nicht zu Ende. Und das war's dann immer. Dementsprechend, das sieht aus wie die neue Fabrik. Sieht ziemlich neu aus hier. Hier kamen wir ja gerade aus der Zelle raus, also aus dem ganzen Zellenkomplex raus. Was ist das? Sieht aus wie eine Kamera. Nö, nur Knopf. Okay. Wie weit sind wir schon? Ich glaube, das war gerade der 8. Stock. Aufzug. Minnie wohl immer noch in der Fluchtkapsel ist? Minnie nicht. Sie hat sich sicher etwas einfallen lassen. Sie wartet bestimmt schon auf uns und schlürft dabei eine leckere Tasse Kakao. Mhm. Weißt du was? Wir haben gar nicht gefragt, wer er ist. Wer? Der Mann in der Zelle. Mhm. Wer ist er? 11. Du hast recht, Mario. Ganz vergessen. Wer war das in der Zelle? 12. Wir werden es wohl herausfinden, wenn wir den goldenen Schlüssel finden. Wir sind da. 13. Ach so, wir fahren. Ah, deshalb zählen sie die ganze Zeit. Ich dachte schon so, hä, was meinen die denn? 11, 12? Ah ja, wir fahren hoch. Was? Psst, hast du das gehört? Okay. Das klang ungesund, würde ich behaupten. Verschlossen. Haben wir noch irgendwas? Nö, ne? Alles weg. Toll, wir hatten noch so viele Robokekse. Was ist denn hier? Kann man hier so? Ja. Ich hasse das, mit der Tastatur zu steuern, weil man sich dann immer so einzeln drehen muss mit links oder rechts. Eben, das nervt. Sieht aus wie so eine Fotobox. Könnte aber auch nur ein Kanister sein. Mit irgendwas. Also so ein Container. Meine ich, nicht Kanister. Hilfe! Eine Schlange! Tut mir leid! Kann ich jetzt rauskommen? Eine Schlange? Huch. Oh, die ist ja süß irgendwie. Natürlich. Was tust du da in dem Apparat? Das ist meine Strafe. Oh, Strafe für was? Weil ich Peter bin, der erste sprechende, denkende Staubsauger der Welt. Aber Dr. Düster möchte mich nicht mehr. Er möchte nur noch diese schrecklichen Roboter, die die Leute zwicken und einsperren. Darum hat er mich auseinandergenommen und jetzt kann ich meine Bauteile nicht finden. Oh. Dr. Düster muss der schlechteste Mensch auf der ganzen Welt sein. Wie viele Teile fehlen dir denn? Mir fehlen mein Schlauch, mein Mundstück und mein Motor. Wir werden sie für dich finden. Wenn du herumlaufen willst, musst du den Türapparat benutzen. Und wenn du irgendwo hineingehst, fotografiert er dich. Und dann gehen alle blauen Türen für dich auf, weil sie dich wiedererkennen. Das ist ja praktisch. Naja, das klingt irgendwie eher ungesund. Warum fehlt der Schlauch? Ist er nicht der Schlauch? Ist das nicht der Schlauch? Oder was meint er damit? Ist hier noch was drin? Dr. Lisa ist echt scheiße. Ach so, das ist tatsächlich so ein Kamerading. Okay, alles klar. Ob das so klug ist? Ich glaube, die Fotos gehen doch an Dr. Düster, oder? Ich hatte das. Die blaue Türe da ging auf, als du in dem Apparat warst. Cool. Ja, naja, geht so, ne? Ich meine, die Fotos werden irgendwo gespeichert und wenn Dr. Düster das dann sieht, also ich meine, er weiß ja wahrscheinlich, dass wir. Gott, wie gruselig. Hallo? Dürfen wir da? Hallo? Hallo? Verschlossen. Und es gibt nicht einmal ein Schlüsselloch, durch das wir hindurchsehen können. Ja, das ist doch. Wie muss man sie doch aufbekommen? Da ist doch das Auge, aber ich gehe erstmal wieder hier runter. Erstmal alles erkunden. Ich habe nämlich keinen Plan hier. Okay. Was ist das? Eine Auto. Nee. Zinn. 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 Okay. Soda? Jetzt brauchen wir nur noch Wasser. Das glaubst du vielleicht. Soda wird zum Putzen gebraucht, nicht für Limonade. Darum muss man damit vorsichtig sein. Ha, manche Leute meinen, dass man es benutzt, um Getränke mit Kohlensäure zu machen. Man gießt Säure darauf und es findet eine chemische Reaktion statt, die... Genau, hier ist das Soda. Wir sind damit ganz vorsichtig, ja? Erstmal voll hart. Mario unterbrechen, so like, nö, ich will dir nicht zuhören. Idiot. Zu viel pädagogische Angelegenheiten. Sodium. Sodium, ja, cool.
Jod. Jod. Was will es denn von uns? Das wird es da rein? Warte mal, Sodium. Sodium war doch hier. Sodium. Ne, okay. Da ist doch noch was. Geh mal dahin, Max. Auf geht's. Keine Müdigkeit vorschützen. Ein Steinium. Puh, das ist schweres Zeug. Ein Steinium, ja. Das sind alles Elemente. Wasserstoff. Wasserstoff in der... Frag mich nicht wie. Frag mich einfach nicht wie. Was ist da? Da war doch was. Aber Wasserstoff in der Dose ist schon, ne? Nee. Geh mal daher, genau. Aluminium. Genau. Aha, ja. Wo denn da drin? Ja, okay. Okay, das kann man machen. Aber Wasserstoff in so einer normalen Holzbüchse, ich wage es zu bezweifeln. Blei. Blei. Ein kleiner Pappkarton. Den nehme ich mit. Mhm. Okay. Was ist das? Calcium. Was ist denn das? Das ist Kreide, Max. Nimm sie mit. Calcium. Was ist das? Finde den Schlauch für Beta, den Staubsaugerroboter. Hey, ein Sandsack. Nimm ihn mit, Max. Den können wir sicher brauchen. Sieht aus wie nur Sand und ohne Sack. Naja, was soll's. Da ist noch was. Phosphor. Phosphor. Wofür das auch immer gut sein mag, dass hier die ganzen chemischen Stoffe stehen. Ich glaube, wir haben aber alles. Oder da ist noch was. Haben wir das angeklickt? Ich glaube nicht. Bohr. Ah, Bohr. Okay, dann gehen wir wieder zurück, würde ich sagen. Wir haben, glaube ich, alles hier. Auch was man mitnehmen kann. Dann gehen wir wieder. Weiß nicht, wofür das jetzt gut war. Gehen wir mal hier hoch. Gucken mal, was es da so gibt, was sich für uns geöffnet hat und so weiter und so fort. Das wird jetzt bestimmt noch ein bisschen komplizierter hier. Kommen wir hier wahrscheinlich auch nicht durch. Gegensprechanlage. Moment, stopp. Was ist das? Ein Mikrofon. Genau wie im Keller. Lass mich mal machen. Alle meine Entchen. Deine Stimme reicht nicht. Wir müssen das Kennwort wissen, oder? Dr. Düster ist der gutaussehendste Mann auf der ganzen Welt. Das Kennwort funktioniert nicht. Jetzt hab ich's. Wir brauchen die Stimme von Dr. Düster. Dies ist Dr. Düster. Das hat auch nicht funktioniert. Wir brauchen die Stimme von Dr. Düster, sonst geht sie nicht auf. Okay. Cool, dann suchen wir uns die Stimme von Dr. Düster. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Verschlossen. Ja. Und es gibt nicht einmal ein Schlüsselloch, durch das wir hindurchsehen können. Ich finde diese Augen... Wie muss man sie doch aufbekommen? So geil, weil das ja so Kamera... Also das ist ja quasi die Kamera, aber so ein, halt so ein Auge, das sich die ganze Zeit umblickt. Ziemlich cool. Ist die nicht aufgegangen oder meint er die hier? Ach, die ist aufgegangen. Ja, die sind alle blau. Was soll denn das? Hilfe! Igitt! Ein Skelett! Igitt! Es ist ein Skelett! Ach. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sieht ein bisschen nach, vor allem wie das hier mit dem Schachbrettmuster. Das sieht mega cool aus. Es war nur ein Roboter. Ein Skelettroboter. Der ist aber auch ganz schön gruselig. Ach so. Ich dachte schon, Menschenwiederbelebungen finden hier statt, aber nö. Ein Buch. Bauen Sie sich Ihren eigenen Roboter. Nein, danke. Ich habe die Nase voll von Robotern. Okay, mal gucken. Das ist eine Reaktion, aber wir können hier nichts machen, oder? Komische Geräte. Da ist doch was. Noch ein Pappkarton. Oh, die ganzen Köpfe hier. Ein großer Pappkarton. Den nehme ich mit. Aber warum denn? Okay. Gehen wir mal hier runter, wenn es geht. Ja. Teile für Skelettroboter. Dann nimm doch mit, oder nicht? Nicht? Okay. Was haben wir nochmal alles? Ah ja, nur das chemische Zeug und zwei Kartons.
Ist irgendwie schon interessant, finde ich, was er da so macht, der Dr. Lyster. Ich meine, der hat voll viele Hobbys. Tiere, was macht er eigentlich hauptberuflich? Also, womit verdient er sein Geld, ne? Ich meine, er stopft Tiere aus. Er hat hier so ein Labor. Ach ja, die Spielzeugfabrik vielleicht. Sieht aus wie eine Werkstatt. Schau mal, da drüben auf dem Boden. Eine Roboterhand. Achtung, da oben ist ein Fangroboter, ne? Ah ja, hiermit werden vielleicht andere Türen... Aber jetzt hab ich dich! Psst, da kommt jemand. Und diesmal entkommst du mir nicht so leicht. Oh je! Wenn Dr. Düster kommt, baut er dich auseinander. Oh. Richtig, rein da. Genieße die Aussicht durch die Gitterstäbe. Wen denn? Oh. Mach dir mal keine Sorgen. Du bleibst nicht lange hier. Dr. Düster ist schon unterwegs. Okay. Hast du das gehört? Dr. Düster ist schon unterwegs. Sei doch leise. Leise sein, Junge. Wir müssen dem Lautsprecherroboter helfen. Psst. Wie denn bloß? Der steht Wir da noch. Wir kommen da doch nicht rein. Wir Sei müssen leise. Uns etwas anderes ausdenken. Wir können ihn da nicht sitzen und verrosten lassen. Hallo, Dr. Düster kommt gleich da vorne. Steht der Alarmroboter? Schau mal, eine Skeletthand. Sei doch leise. Ich habe keine Angst vor einer Roboterhand. Okay, hier komme ich nicht so lang. Oh, ich mag die blöden Fangroboter nicht. Ich habe voll Angst vor denen. Also so... ich mag die auch von früher halt noch nicht, weil... Die hat früher immer dafür gesorgt, dass ich in diesem Spiel nicht weitergekommen bin. Cool, wir brauchen keinen Vorhang. Was? Cool, wir stecken fest. Hallo. Aha. Okay. Ist schlecht, Sollten wenn... wir vielleicht die roten Türen suchen? Super, Max! Ist blöd, wenn Dr. Lyster gleich kommt und dann die ganzen Bilder sieht. Roboterhand. Die haben ja aber alle Hände, meine ich, oder? Gucken wir mal. Also er hier nicht, aber die haben doch alle Hände. Die ist zu die Tür oder was auch immer das sein mag. Dann gehen wir lieber mal hoch. Oh, mir stehen die Haare zu Berge. Wie interessant. Eine Mücke mit Gänsehaut. Ja, und eben noch, ich habe keine Angst vor Roboter-Skeletten oder Skelett-Robotern. Mimimi. Ich bin voll stark und voll männlich, aber nö, Pussy. So. Weiter nach oben. Los, lauf mal ein bisschen schneller, Max. Der Screen ist weit. Was will denn mit roten Türen gemeint sein? Die Türen sind doch alle nicht irgendwie farbig, oder? Die sind doch alle blau gewesen. So. Naja. Okay, das kennen wir doch irgendwo her. Das ist Ekelzeugs. Was ist das denn? Super Max! Ach so. Ja, das sieht nicht aus wie ein See, das sieht nur aus wie eine kleine. What? What? Okay. Was passiert hier? Ausschalten? Jetzt ist der Strom aus. Ich hatte ein klitzekleines bisschen Angst, Max. Okay, und jetzt? Warum? Warum ist das wichtig? Strom aus. Weil das ist noch definitiv noch an. Ist der komplette Strom aus? Nee, kann ja gar nicht sein. Hä? Gehen wir nochmal hier runter, mal gucken, ob sich da irgendwas verändert hat. Hoffentlich wacht er nie auf und verfolgt uns. Ja, hoffentlich. Okay, ja. Aber das ist alles noch an, also... Pff. Tja.
wie es mit Max und Mario weitergeht. In diesem chemischen Labor von Dr. Düster erfahrt ihr im nächsten Teil von Dr. Düsters Schatten. Vielen Dank fürs Zusehen!